Hallo und herzlich willkommen bei OrgaTV. Wir, Silke und Lisa, begrüßen euch zur letzten Sendung, die durch die Übung zur Medienpraxis gestaltet wird. Der Rest unseres Teams, Kirsten und Stefan, befinden sich hinter den Kulissen und meistern die Regie hoffentlich genauso gut wie unsere Vorgänger. Wie auch in den letzten Sendungen haben wir uns mit dem Thema Mobile Security beschäftigt. Jedoch betrachten wir das Ganze mal von einer anderen Perspektive. Genau, denn seit November schon wandeln wir auf den Spuren des Mobile Commerce und haben für euch folgende Beiträge zusammengestellt. Der Handel, wo wir lernen, wo wir lernen. Mobile Commerce, schon einmal gehört? Die Risiken von Internetanwendungen. MC, wie funktioniert das nun wirklich? Aktuelles aus der Medienbranche und vom Camtus gibt es jetzt wie immer in den News mit Michael Schuh. Immer mehr Deutsche sind online. Im dritten Quartal 2007 haben erstmals mehr als 40 Millionen Menschen ab 14 Jahren das Internet genutzt, berichtete die Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung in Frankfurt. Am häufigsten gehen die Deutschen online, um E-Mails zu lesen oder Informationen zu recherchieren, vor allem über Flug- und Bahntickets, Reisen, Bücher und Eintrittskarten. Kontoinhaber, die zu Hause oder im Büro Online-Banking betreiben, müssen selbst für einen ausreichenden Schutz vor Computerbetrügern sorgen. Sonst müssen sie den finanziellen Schaden tragen, der ihnen durch den Diebstahl ihrer Zugangsdaten für elektronische Überweisungen entsteht. Das ergibt sich jetzt aus einem Urteil des Kölner Landgerichts. Am gestrigen Dienstag hat halb Amerika gewählt. Das Zauberwort virales Marketing hat seine Wirkung im Vorfeld nicht verfehlt. Auf YouTube kämpft die Superheldin Obama Girl für den demokratischen Kandidaten. Das Video verzeichnet Millionen von Klicks und wie diese Form der Wahlwerbung bei der Web 2.0-Gesellschaft ankommt, wird sich dann im Wahlergebnis zeigen. E-Plus ist der Gewinner auf dem deutschen Mobilfunkmarkt 2007. Sowohl beim Umsatz wie auch bei den Erträgen überflügelte der drittgrößte Anbieter die Konkurrenz. Wie das Unternehmen mitteilte, stiegen die Erlöse in einem schrumpfenden Markt um 4,4% auf 2,8 Milliarden Euro. Nach jahrelangem Streit ist der Kampf um die Zukunft der DVD entschieden. Die Blu-ray-Technik hat sich durchgesetzt gegen die konkurrierende HD-DVD. Also wird es bald wieder an der Zeit sein, sich einen neuen Player zuzulegen, um auf den Genuss eines viel schärferen Bildes zu kommen. Die Bemühungen zur Verfolgung der Nutzer von Musiktauschbörsen im Internet haben am Dienstag einen Dämpfer erhalten. Der Europäische Gerichtshof erklärte eine Klage der spanischen Plattenlabelvereinigung Pro Music für nichtig, die einen Internetanbieter zur Herausgabe von Kundenadressen zwingen wollten. Im Ergebnis hängt es also von der nationalen Gesetzgebung ab, ob Telekommunikationsfirmen personenbezogene Daten ihrer Kunden preisgeben müssen. Kommen wir nun zu unserem eigentlichen Thema, dem Mobile Commerce. Doch bevor wir uns diese Anwendung näher anschauen, gehen wir zurück zu den Ursprüngen und der Definition des Handels. Wir haben in Saarbrücken einmal nachgeschaut, wo denn der Handel herkommt und wie er sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung begrüßen. Wir werden uns heute mit dem Thema Handel und seinen Ausprägungsformen beschäftigen. Aber was verstehen wir unter Handel?
Laut Definition versteht man unter Handel das Anbieten von Waren gegen Zahlungsmittel oder andere Waren, ohne dass diese wesentlich verändert werden. Zwischen den Handelspartnern besteht eine sogenannte Handelsbeziehung. Wo liegen die Ursprünge des Handels? In Afrika, vor 140.000 Jahren betrieben die Menschen hier schon Fernhandelsbeziehungen. Generell dominierte früher der Tauschhandel. Kaufleute mussten mobil sein und weite Strecken zurücklegen. Des Kuniges Straßen suhlen Seezehen, Schuhe Wehzehen. Mobilität spielte für die Kaufleute, die sich aus Sicherheits- und Interessengründen in der Hanse zusammengeschlossen hatten, eine wichtige Rolle. 1492 treffen wir auf Christoph Kolumbus, als er gerade aufbricht, eine neue Route für den Gewürzhandel mit Indien zu finden. Dabei entdeckte er durch Zufall Amerika. Heute haben die USA ein Außenhandelsdefizit von 764 Milliarden US-Dollar. Der Wertpapierhandel wurde erst durch die Gründung der Börse im Jahr 1531 ermöglicht. Der stationäre Handel ist heute sehr ausgeprägt. Aber wo gehen Sie heute einkaufen in Saarbrücken? Karstadt. Sportcheck. Kaufhof. H&M. Deichmann. Real. Peek und Kloppenburg. Esprit. Warehouse ist cool. Vero Moda. Jack & Jones. Stichwort Electronic Commerce. Dank Internet muss der Kunde nicht mehr mobil sein, sondern kann sich bequem online Sachen bestellen. So wurde Amazon schon 1994 gegründet. Allein zu Weihnachten 2006 wurden hier 108 Millionen Artikel bestellt. Und die Trends? Den Kühlschrank, der uns den Gang in den Handel erspart, den gibt es in Wirklichkeit schon. Moderne Technologien werden unseren Alltag auch in Zukunft immer weiter vereinfachen. Wofür man früher mobil sein musste und sogar weite Strecken mit dem Pferd zurücklegte, das geschieht heute ganz einfach von zu Hause aus per Knopfdruck. Ja, denn Internetverkaufshäuser boomen. Aber dennoch, der lokale Handel vor Ort wird nicht so schnell verschwinden. Sag mal, Silke, stürzt du dich eigentlich auch ab und zu immer noch gerne ins Einkaufsgetümmel? Ja, Lisa, auf jeden Fall. Schau mal, das habe ich mir gerade letztens erst gekauft. Hey, beneidenswert. Das gute alte Handy, wer hat heute keins? Es gibt sie in groß und klein, verschiedenen Farben und natürlich auch in unterschiedlichen Preiskategorien. Ja, und eng damit verbunden sind auch die verschiedenen Funktionen des Handys. Ein Anruf getätigt oder eine SMS verschickt, hat wohl jeder schon einmal. Aber manche Handys können da wesentlich mehr. Genau, zum Beispiel ins Internet gehen. Und das wiederum ist die Voraussetzung für den Mobile Commerce. Du Lisa, jetzt mal ganz ehrlich, wusstest du, bevor wir mit dem Drehen begonnen haben, was Mobile Commerce eigentlich bedeutet? Naja, zugegebenermaßen nicht so konkret. Gehört hat man das Ganze natürlich schon des Öfteren in manchen MKM-Veranstaltungen, aber das Ganze ist ja noch nicht so populär in Deutschland. Wir waren für euch in der Saarbrücker City unterwegs und haben dort mal die Passanten gefragt, was die denn über Mobile Commerce wissen. Und das war doch eher wenig. Wie ihr sehen könnt, befinden wir uns heute in der wunderschönen City von Saarbrücken, wo wir für euch mal nachgefragt haben, was die Saarbrücker Bürger unter dem Begriff Mobile Commerce verstehen. Kann man das essen? Mobile Commerce, ne? Ja, Kommerz, Handy,
durch Handy-Geldmacherei. Also durch Abzocker eigentlich. Radio Salü. YouTube. Hä? Habt ihr schon mal was von dem Begriff Mobile Commerce gehört? Nein. Naja, die Saarbrücker Passanten konnten uns ja nicht so wirklich weiterhelfen. Mal schauen, ob unsere Studenten mehr über Mobile Commerce wissen. Also, liebe Studenten, helft mir bitte weiter. Was ist Mobile Commerce? Mobile Commerce? Nein. Die Telekom zockt alle ab. Schließ mich der Meinung völlig an und geh jetzt essen. Danke sehr. Ich denke, das ist einfach Werbung, die man über Handy bekommt, also über Anrufe. Naja, hier kommen wir der Sache ja schon ein bisschen näher. Nur so ganz genau wissen wir es immer noch nicht. Ich glaube, am besten fragen wir mal unsere MKM-Studenten. Die müssen es doch eigentlich wissen. Ja, ist das nicht mit diesem Online-Banking übers Handy und Tickets bestellen? Mobile Commerce ist für mich eigentlich zum Beispiel Parken übers Handy organisieren, mir Dinge übers Handy zu kaufen, Seiten aufzurufen, auf denen ich irgendwas erwerben kann übers Handy oder mir zum Beispiel Videos, Musik etc. über Handy zu kaufen. Und hier jemand, der es eigentlich wissen muss, Dr. Uwe Eisenbeiß. Was können Sie uns über Mobile Commerce erzählen? Oh je, ich könnte jetzt ganz viel erzählen. Ich erzähle ganz kurz zwei Sachen. Zum einen beschäftigen wir uns am Lehrstuhl jetzt seit den letzten 6 Monaten sehr intensiv damit. Wir waren extra gerade in Asien im Oktober, glaube ich, und haben uns mal angeschaut, was dort in diesem Bereich passiert, weil die sind gerade in diesem Bereich Mobile Business, Mobile Commerce doch ein gutes Stück weiter als wir hier in Europa. Auf der anderen Seite, wenn ich überlege, was ich in Bezug auf Mobile Commerce mache, dann bin ich wahrscheinlich der schlechteste Kunde überhaupt. Also mit meinem Handy, ich war noch nicht mal auf irgendeiner Webseite bislang. Also ich mache da gar nichts in dem Kontext. Aber es interessiert mich sehr, ich beschäftige mich beruflich intensiv mit der Sache. Aha, das war ja jetzt eine ganze Menge an Informationen. Aber wie kann man sich das jetzt genau vorstellen? Ja, liebe Silke, eine Art von Mobile Commerce ist das Mobile Banking. Hierunter versteht man, wie der Name ja schon sagt, die Abwicklung von Bankgeschäften über mobile Endgeräte wie PDAs oder Handys. Mobile Bankgeschäfte sind Anwendungen wie die mobile Kontoführung, mobile Depotführung oder mobile Finanzsysteme. Mobile Ticketing sind mobile Dienste, um Eintrittskarten oder Fahrscheine online zu bestellen und diese direkt zu bezahlen oder so wie hier das Handyparken zu ermöglichen. Mobile Informationsdienste stellen redaktionelle Inhalte überall zur Verfügung. Dabei kann es sich um aktuelle Nachrichten aus Sport, Wissenschaft oder Politik handeln. Auch Mobile Entertainment gehört zum Geschäftsfeld des Mobile Commerce. Hierzu zählen alle mobil abrufbaren Inhalte, die vor allem Unterhaltungszwecken dienen, wie zum Beispiel Spielfilme, Audiodateien oder Videospiele. Vor allem für die Mädels unter unseren Zuschauern dürfte Mobile Shopping ein Begriff für Mobile Commerce sein. Einfach das Objekt der Begierde mit einer normalen Handykamera knipsen. Und eine spezielle Bilderkennungssoftware auf Seiten der Anbieter trägt ihren Teil dazu bei, aktuelle Informationen über das Produkt zu bekommen oder dieses sogar direkt online zu bestellen. Der Hammer! Na dann, viel Spaß beim Geld ausgeben. Ein Glück, dass sich doch noch ein paar MKM-Studenten vor die Kamera getraut haben. Ja, genau. Ansonsten besteht ja doch offensichtlich noch recht großer Aufklärungsbedarf. Silke, du hast doch eben in meinem Beitrag so schön die Professorin gespielt. Wärst du bereit, unseren wissensdurstigen Zuschauern einfach noch einmal kurz die Definition des Mobile Commerce aus dem Lexikon vorzulesen? Ja klar, Lisa. Vorlesen ist überhaupt kein Problem. Also, Mobile Commerce, auch MC abgekürzt, ist eine spezielle Ausprägung des Electronic Commerce unter Verwendung drahtloser Kommunikation und mobiler Endgeräte mit Hilfe von beispielsweise WLAN oder Bluetooth. Oh, ja, das hört sich allerdings echt ganz schön kompliziert an. Manche Begriffe davon habe ich echt noch nie gehört. Also WLAN oder Wireless LAN, das kenne ich ja gerade noch und finde ich auch ganz praktisch. So mit dem Laptop einfach durchs Haus laufen und trotzdem im Internet zu surfen. Aber Bluetooth, das habe ich echt noch nie gehört. Heißt das nicht übersetzt ins Deutsche so viel wie blauer Zahn? Ja genau, Lisa, das hast du
Wunderbar übersetzt. Aha, ja. Aber blaue Zähne sind mir so direkt noch nie über den Weg gelaufen. Ich glaube, da muss ich mal meinen Zahnarzt fragen. Oder, Silke, kannst du mir da den Zusammenhang erklären? Ja, an dieser Stelle wäre dein ehemaliger Geschichtslehrer eigentlich die richtige Ansprechperson. Der Name Bluetooth geht zurück auf den dänischen Wikingerkönig Harald Blattant. Und das heißt im Deutschen so viel wie Blauzahn und im Englischen dann halt Bluetooth. Ja, aber die Wikinger haben noch im 10. Jahrhundert gelebt. Und da hat man, wie wir eben gesehen haben, noch den Tauschhandel betrieben. Ja, auch das stimmt. Aber dieser König Blattant oder Blauzahn war überaus kommunikativ und sehr wichtig für Skandinavien. Denn er hat Dänemark wieder zusammengeführt und auch christianisiert. Ach, und nebenbei hatte der dann auch noch die Idee, Bluetooth zu erfinden. Nee, du, also das glaube ich echt kaum. Nein, Bluetooth ist natürlich eine neue Erfindung, die etwa seit 1990 auf dem Markt ist. Es handelt sich dabei um einen Industriestandard, bei dem verschiedene Geräte kabellos miteinander über kurze Distanz vernetzt werden können. Dann wurde dieser Standard bestimmt auch sehr wichtig für die Computerindustrie. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht hast du ja zu Hause auch eine kabellose Maus oder einen Drucker. Und auch die PlayStation 3 arbeitet mit dieser Technologie. Das ist ja wirklich sehr innovativ. Aber warum dieser Standard denn nun Bluetooth heißt, das hast du mir immer noch nicht verraten. Also das hängt mit der Firma Ericsson zusammen. Okay, ich verstehe. Sitzt Ericsson nicht in Schweden? Ja, ganz genau. Und weil Ericsson ja der Erfinder dieses Standards war, wollte es natürlich sein Produkt auch einen schwedischen Namen geben. Und daher diese außergewöhnliche Wahl. Also ich finde die Erfindung wirklich grandios. Man hat sogar die Möglichkeit, vom Wohnzimmer aus über Bluetooth den Backofen in der Küche anzuschalten. Hey, das ist ja toll. Leider ist unsere Küche daheim noch nicht so modern. Tja, wenn ich zu faul zum Kochen bin, dann rufe ich einfach den Pizzaservice an. Ja, und wenn du den nicht anrufen würdest, sondern mit dem Handy ins Internet gehst und dann online deine Pizza bestellst, dann ist das auch schon wieder Mobile Commerce. Okay, ich verstehe. Dann ist im Endeffekt also alles, was ich über das Handy bestelle, eine Form des Mobile Commerce? Es muss noch nicht einmal das Handy sein. Vielleicht hast du ja schon mal was von PDAs gehört. Ja, klar. PDA bedeutet auf Deutsch so viel wie persönlicher digitaler Assistent. Und ist im Endeffekt nichts anderes als ein kleiner Computer, der mir meine wichtigsten Daten speichern kann. Ja, ganz genau. Und mit diesem PDA kannst du über Bluetooth oder über WLAN ins Internet gehen und dann online deine Bestellungen machen. Hast du denn schon Erfahrungen mit dem Mobile Commerce? Nein, Lisa, das nicht direkt, aber das Schild Handy parken ist mir schon des Öfteren mal aufgefallen. Ja, und das Saarland war hier übrigens Vorreiter. Denn schon seit dem 18. Februar 2005 existiert in der Saarbrücker Innenstadt das Handyparken. Also das erscheint mir auf jeden Fall sehr sinnvoll, gerade wenn man mal wieder kein Kleingeld zur Hand hat. Ja, da hast du allerdings echt recht. Mit dem Kleingeld suchen haben unsere Statisten des nächsten Beitrages keine Probleme. Denn hier, im Gegenteil, geht es eher um ganz große Summen. Denn was kosten heutzutage nicht ein paar Stiefel? Ja, typisch Frauensache halt. Nicht unbedingt. Denn wie man ganz einfach über das Handy Preise vergleichen kann beim Einkaufsbummel und gegebenenfalls die günstigeren Artikel direkt über das Internet bestellen kann, das zeigt unser nächster Beitrag. Hier, ich habe die Schuhe gefunden. Und schau, wie günstig die hier sind.
Hier, du kannst gleich mein Handy nehmen und dir die Schuhe bestellen. Dann verlierst du keine Zeit und bekommst sie in 3 bis 4 Tagen nach Hause geliefert. Aber wie geht das denn dann mit dir bezahlen? Ich kann die Schuhe doch nicht einfach auf deine Handyrechnung bestellen. Könntest du schon. Aber mittlerweile gibt es im Internet verschiedene Services, die speziell auf die Bezahlung über Mobile Commerce abgestimmt sind. Also extra darauf, dass du sicher von jedem Handy aus für deine bestellte Ware bezahlen kannst. Wirklich? Ach, das klingt ja super. Das werde ich sofort ausprobieren. Aber ich kann das noch gar nicht glauben, dass das so einfach funktionieren soll. Wieso macht das denn dann nicht jeder? Tja, gute Frage. Andererseits hätten die Geschäfte unserer Fußgängerzone dann bald wohl nur noch die Aufgabe, als Schauraum für unsere mobilen Internetbestellungen zu dienen. Doch was passiert hier nun wirklich? Das Handy sendet mit dem Starten des Internet-Clients Signale an einen Satelliten. Dieser bearbeitet die empfangene Suchanfrage. Er wählt daraufhin eine entsprechende Datenbank aus, die die gesuchten Informationen voraussichtlich enthält. Wenn dem so ist, sendet die Datenbank jene Informationen zurück zum Satelliten. Dieser wiederum schickt die Signale zurück an unser Empfangsgerät, das Handy. Also das scheint ja wirklich reibungslos zu funktionieren. Daher beim nächsten Einkaufsbummel einfach die Kreditkarte zu Hause lassen und anstattdessen lieber ein internetfähiges Handy einstecken. Sag mal Lisa, denkst du, es gibt auch Nachteile bei dieser Form des Mobile Commerce? Ja, also aufpassen musst du natürlich immer. Aber generell besteht kein höheres Risiko als beim ganz normalen Surfen im Internet. Ja, aber dennoch sollte man die Gefahren im Internet nicht unterschätzen. Dass die Möglichkeit besteht, an private Daten heranzukommen, das weiß mittlerweile jeder. Aber dass auch eigene Inhalte, die man selbst einstellt, sich beispielsweise bei der Jobsuche negativ auswirken können, das ist den wenigsten bekannt. Wie meinst du das so konkret? Na, stell dir doch mal vor, du bewirbst dich bei einem Unternehmen. Der Personaler findet deine Bewerbung sehr interessant und möchte noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Er geht auf StudiVZ, Facebook oder Wer kennt wen und sucht nach deinem Profil. Oh je. Ja. Manche Fotos von durchzechten Nächten mit den Kumpels dürfte schon so manchem Studenten auf diese Weise zum Verhängnis geworden sein. Ja, und selbst wenn das Profil auf den ersten Blick eher harmlos erscheint, kann es dennoch sein, dass der Personaler auch zwischen den Zeilen liest und wenn er sich deine Freunde betrachtet oder auch die Gruppen, in denen du Mitglied bist, Rückschlüsse auf deine Persönlichkeit zieht. Das klingt wirklich logisch, aber sag mal, warum weißt du das alles so genau? Tja, da wir uns hier ja mit mobiler Sicherheit beschäftigt haben, habe ich mir die Fragen gestellt, was kann denn so alles passieren, wenn man im World Wide Web unterwegs ist? Ja, und genau aus diesem Grund habe ich Herrn Rechtsanwalt Peter Knebel in Birkenfeld besucht und habe ihm diese Fragen gestellt. Herr Knebel ist neben seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt Lehrbeauftragter am Campus der FH Trier Standort Birkenfeld und beschäftigt sich unter anderem mit Fragestellungen, die das Internet oder neue Medien betreffen. Ja, und wie ihr euch sicher vorstellen könnt, war er genau der Richtige, um mir meine Fragen zu beantworten. Hallo, wir befinden uns hier am Umweltcampus Birkenfeld der FH Trier und ich werde mich gleich mit Rechtsanwalt Knebel treffen, der uns dann einige rechtliche Aspekte zum Thema Datenschutz und Internet geben wird. Herr Knebel, wie würden Sie die Rechtsprechung im Bereich Datenschutz einschätzen? Ich denke, dass wir hier klar zwischen Rechtsprechung und Gesetzgebung trennen müssen. Die Gesetzgebung hat eigentlich ausreichende Mittel zur Verfügung gestellt, um es der Rechtsprechung zu ermöglichen, hier im großen Umfang tätig zu werden, um auch ausreichend für den Bürger entsprechende Dinge einzuleiten und Verfahren durchzuführen, so dass eigentlich ein ausreichender Schutz besteht. Natürlich darf man aber nicht vergessen, dass die Technik insbesondere im Bereich Internet und neue Medien immer weiter voranschreitet und dass die Gesetzgebung als solche natürlich immer ein wenig hinterherhängt. Und dass man hoffen muss und auch hoffen kann und ich denke auch erwarten kann, und es funktioniert meiner Meinung nach auch, dass die Rechtsprechung in der Lage ist, die vorhandenen Werkzeuge so anzuwenden, dass ein ausreichender Schutz vorliegt. Und mit welchen Gefahren muss ein Konsument grundsätzlich rechnen?
Ich denke, die Gefahren im Internet sind, ohne dass ich jetzt jemanden vergraulen möchte, relativ groß. Wir geben eine große Menge an Daten preis und die meisten Menschen sind sich nicht darüber im Klaren, wie groß diese Datenmenge eigentlich ist. Die Risiken, die natürlich dann dahinter stecken, sind dementsprechend genauso groß. Das bedeutet, wir geben eine Menge über uns preis und es gibt viele Firmen zum Beispiel auf der Welt, die mit diesen Daten eine Menge anfangen können. Das heißt, das bedeutet im großen Rahmen, dass man sagen kann, nun ja, sie verfügen über ein Marktprofil, sie können Werbung auf den Kunden nun spezialisieren und ähnliche Dinge. Allerdings muss man auch sehr stark aufpassen, dass natürlich auch nicht nur Unternehmen diese Daten nutzen können, sondern möglicherweise auch kriminelle Elemente zum Beispiel. Ich kann mir also als gutes Beispiel die StudiVZ vorstellen, wo man auch durchaus sagen kann, dass auch Triebtäter und ähnliches sich ihre Opfer möglicherweise über den Datenverkehr voraussuchen können, weil sie eben eine Menge über sich preisgeben. Und welche Möglichkeiten hat ein Konsument im Falle eines Missbrauchs vorzugehen? Nun, es ist natürlich so, dass wir uns dabei im Klaren werden müssen, welcher Missbrauch uns hier vorschwebt. In der Kürze der Zeit möchte ich deshalb nur ein paar Dinge ansprechen. Da sei zum einen mal nach dem Bundesdatenschutzgesetz natürlich die Möglichkeit der Verwendung von Daten, insbesondere bei öffentlichen Stellen, zu widersprechen. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, die Löschung von Daten zu beantragen. Ich stelle mir da zum Beispiel jetzt vor, nehmen wir mal an, Sie sind Ziel einer staatsanwaltschaftlichen Untersuchung, eines Ermittlungsverfahrens geworden, haben möglicherweise eine Speichelprobe abgeben müssen. Darüber gibt es nun Daten, da können Sie die Löschung beantragen. Und zu guter Letzt gibt es natürlich noch im privatrechtlichen Verkehr die Möglichkeit, eine Unterlassung zu beantragen oder was praktisch tatsächlich sehr großen Nutzen hat, sich bei Verbraucherschutzverbänden zu melden und dort preiszugeben, dass hier Firmen offensichtlich größeren Missbrauch betreiben. Denn die sind einfach von ihrer Größe her wesentlich stärker in der Lage, auf Unternehmen Einfluss zu nehmen, als sie das als einzelner Anwender sind. Und wie sind hier tendenziell die Chancen auf eine Entschädigung? Soweit Sie auf eine richtige Entschädigung und Geld raus wollen, sehe ich das als sehr schwierig an. Sie müssen nachweisen, dass ein kausaler Schaden durch den Datenmissbrauch entstanden ist. Und das dürfte sich in den meisten Fällen als sehr schwierig nun herausstellen. Also stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie haben eine Menge Werbung im Briefkasten, so mögen Sie das als durchaus störend empfinden. Aber hier liegt ja kein monetärer Schaden vor. Das heißt, Sie können natürlich sagen, mein Briefkasten war voll, ich musste einmal mehr runtergehen, aber das kostet Sie nichts. Das heißt, wir müssten uns Sachverhalte überlegen, in denen ein wirklich kausaler Schaden entsteht. Und das ist schon allein die Überlegung, wie kriege ich einen solchen Schaden her, ist relativ schwierig. Natürlich können solche Schäden aber durchaus entstehen, das ist vollkommen klar. Aber es ist halt sehr schwierig, das zu beweisen. Und sind Ihnen Fälle von Datenschutzverletzungen bekannt, in denen zugunsten des Klägers entschieden wurde? Ich würde mal mit einem klaren Ja antworten, muss das aber ein bisschen eingrenzen. Es kommt natürlich darauf an, worauf Sie jetzt hinaus wollen. Also die Rechtsprechung entscheidet natürlich schon für den Konsumenten, wenn es zum Beispiel darum geht, dass ein Newsletter abzubestellen ist, was vielleicht das Unternehmen nicht gemacht hat, vielleicht vergessen hat oder ähnliches. Das ist relativ klar. Diese Fälle sind aber doch vom Volumen her, vom Streitwert so klein, dass sie eher bei den kleineren Gerichten landen und dementsprechend die Öffentlichkeit dies nicht so mitbekommt. Ein richtigen Fall, in dem ein Konsument eine größere Schadensersatzsumme zugesprochen bekommen hat, ist mir nicht bekannt. Das war jetzt eine ganze Menge an Informationen und ich denke, es hat uns auch sehr weitergeholfen. Es war auch sehr wertvolle Informationen. Hiermit auch ein großes Dankeschön an den Herrn Knebel. Ich danke auch. Okay, dann zurück ins Studio. So langsam nähern wir uns dem Ende unserer heutigen Sendung. Und auch wenn heute die Fastenzeit beginnt, heißt das nicht, dass ihr innerhalb der nächsten Wochen auf EuraTV verzichten müsst. Genau, denn ab nächster Woche steht hier wieder das Team des Medienpraktikums an dieser Stelle und wird die Sendung gestalten. Dann werden wieder eure gewohnten Moderatoren Sarah Ostheimer und Stefan Kippel an unsere Stelle treten. Ja, da Fastenzeit ist, müsst ihr leider auf den Quizbus und die Süßigkeiten verzichten. Aber dennoch scheint es mir eine spannende Sendung zu werden, die zudem einen sehr interessanten Namen hat. Hm? Wieso das denn? Ja, wusstest du denn nicht, dass wir heute die circa 249. Sendung hatten? Nein, das wusste ich nicht, aber was ist das denn überhaupt für eine Zahl? Tja, das weiß ich auch nicht, aber das werdet ihr dann nächste Woche erfahren. Denn da findet dann logischerweise die circa 250. Sendung statt. Die Betonung liegt dabei auf dem Wörtchen circa. Ja. Und zur Feier des Tages bekommt dann auch jeder Anrufer ein Handy geschenkt. Aha. Ja, Lisa, was bleibt uns denn sonst noch zu sagen? Ein herzliches Dankeschön auch von dieser Stelle aus nach Oppen zu Stefans Oma. Herzlichen Dank, dass Sie so schön für unser Plakat Modell gestanden haben. Ja, und natürlich auch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Herrn Knebel. Er hat sich wirklich sehr viel Zeit für uns genommen und hat uns kompetent unsere Fragen beantwortet. Vielen Dank. Ja, und wenn ihr einen Beitrag verpasst haben sollt,
solltet oder ihn euch gerne einfach nochmal anschauen möchtet, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, das auf unserer Homepage www.orga.tv zu tun. Dort habt ihr ebenfalls die Möglichkeit, uns Feedback zu geben. Wir sagen danke fürs Zuschauen und tschüss!